Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wollte nochmal eine Runde online probieren, auch mit Merkur spielen und habe halt mal 200 € eingezahlt, damit wir ein bisschen mehr halt haben und gucken mal, was passiert. Mit dabei auch wieder Younes. Schön, dass ich dich wieder begrüßen darf. Ja, Mahlzeit, Löchen. So, und dann wollen wir gar nicht so viel Zeit letztendlich verlieren. Und starten mal. Ich habe mal Magic Mirror Wild genommen. Das ist ein neues Magic Mirror halt. Das ist so wie, ich glaube, bei Novomatic hieß das Pharao Rings oder so, wo auch das Buch oder dieser Ring dann auch gezählt hatte. Wir haben 1,50 Euro, 20 Zehn. Ja, komm, machen wir auf 1 € jetzt auf 50 Cent. Ist ein bisschen, ja. So, dann starten wir das Ganze mal. Jawohl, viel Glück. Dankeschön. Ja, hier haben wir wieder die gute, einigermaßen gute Umsetzung. Kenne das Spiel noch gar nicht. Hast du das schon mal gespielt? Ja, ich hatte es schon mal. Na, komm. Ja, Autoplay gibt es ja leider nicht mehr. Nee. Ist ungewohnt. Aber naja. Also wie gesagt, das ist halt wie, jetzt ist die Frage, das ist aber dann wahrscheinlich einfach wie Magic Mirror, nur, also man kriegt bei Verlängerung, meine ich, keine weiteren Symbole, aber er zählt halt diesen Spiegel da noch dann als zusätzliches Symbol. Also ist es quasi mehr oder weniger ein Wild und ein Scatter gleichzeitig, oder was? Ja, also auch für diese Spezialsymbole meine ich jetzt. Okay. Mal ausprobieren. Ja, für Vielleicht sehen wir es ja mal Off-Playing-Go. sogar. Vielleicht sehen wir es aber auch nicht. Ja, Moment, ich ich hab's. meine, vom Play-and-Go gibt es auch so eine ähnliche Slot. Ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie die heißt gerade. Aber wäre cool, wenn dieses Prinzip bei diesem Spiel auch wäre. Das ist schon. Naja, was kommt halt im Moment so gar nichts. Ich hoffe, das ändert sich mal. Ich meine, gut, wir haben jetzt 10 Runden gedreht. Kommt einem natürlich recht lang vor, aber wie gesagt, ich spiele ja bewusst auf den Seiten hier. Ich hoffe, dass ich damit nichts falsch machen kann. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Ja, die rechtlich beste Grundlage, sagen wir mal so. Zumindest denken wir es. Und? Boah, schade. Wäre mal okay gewesen nach 15 Spins. Ach, echt. Also 20 Spins ist schon harter Tobak, wenn nichts Ja, kommt. echt mal. Hallo? Eigentlich nach dem ersten Dreh muss drin sein. Ja. Die Echt. Erwartungen. Ja, aber noch kriegt mich das Spiel leider nicht. Ach, ist halt wie bei Magic Mirror, ne? Wenn einfach nichts kommt. Und hier zieht sich das natürlich noch länger. Aber wie schon gesagt, das ist ja eher noch die angenehmere Umsetzung, sage ich jetzt mal, ne? Es gibt ja viele Slots oder Provider, die ja das Ganze so ein bisschen verfehlt haben, ne? Wie zum Beispiel auch Pragmatic Play mit diesem Ladebalken in der Mitte. Das ist auch nervig, so als hättest du ständig keine Internetverbindung. Was jetzt? Ich habe gedrückt, nichts passiert. Oh, jetzt. Jetzt muss man schon 5 Sekunden warten, dann muss man noch 5 Sekunden auf die Daten warten fürs nächste Bild. Ja, super. Ah, schade, ich dachte mal ganz leicht Fuß oder sowas. Vielleicht. Es läuft aber gerade zu Tode, überlegen bin gleich zu wechseln, weil. Jeden Fall, ich meine, guck mal, das sind schon fast 30 Euro Ja, weg. ohne dass man hier ansatzweise was passiert ist. Zehner gekommen, weggezogen. Schon bei 170 wechseln.
weiß nicht, ich habe so einen Eindruck, dass die Aufnahme umruckelt. Ich muss mir das Video jetzt eh mal anschauen. Hier kommt eh nichts. Ich schaue mir mal gerade die Aufnahme an. Ich hoffe, dass dir was geworden ist. Und sage mal bis später, Leute. So, ich probiere mal Book of Duat aus. Kenne ich jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, kennst du es, Jonas? Er sagt mir auch noch nichts. Wir wollten mal was Neues ausprobieren. Ich starte mal auf 80 Cent. Mal gucken, was kann man hier noch einstellen? So ein Quickspin. Ich dachte, hier ist irgendwas zum Einstellen oder so, aber ist wohl nur die Info. Ah, hier ist Einstellen. Leertaste zum Drehen drücken. Das ist ja praktisch, Das das ist ist gut. nicht verkehrt. So, dann muss ich mich nicht mit der Maus die ganze Zeit. So. Ja, dann wollen wir mal. Schauen wir mal, was hier eventuell kommt. Jawohl, 90% RTP hat das Spiel. Ja, also das, ja, das ihr seht, das steht oben rechts, da ist mein Logo gerade drüber, muss ich feststellen. Ja, aber es Aber war so vielleicht. 90% steht hier. Ja. Ist ja vielleicht interessant für den einen oder anderen zu wissen. Glaube, ich mach das Spiel mal ein bisschen lauter. So. Ich weiß nämlich nicht, wie. Sieht mir etwas leiser aus. Jetzt haben wir gleich schon 50 Euro weg, ohne dass was Nennenswertes bis jetzt mal passiert ist. Ja. Ich meine, Quickspin hat ja mehr oder weniger in unserer Reihe jetzt das Debüt, wenn man so will. Wir spielen ja, glaube ich, jetzt das erste Mal überhaupt Quickspin, oder? Ich glaube ja. Zweimal das, dreimal das Buch durchgerutscht. Hoffentlich sehen wir mal drei Bücher. Aber läuft in etwa genauso wie dieses Magic Mirror gerade. Naja. Sehr zäh. Okay, mal 4 €. Oh, mach Boah, einen Flop. könnte das? Ach. 10, wa? Ja. Okay. Ja, ich hatte auf 1 € eben mal hochgestellt. 80 Cent lief der schon. Vielleicht sehen wir ja mal drei Bücher. Dann ist die Fräulein wahrscheinlich 100 € wert, wa? Oder so, in Grieche. Kennst du mal? Ja, ich hatte jetzt nicht nachgeschaut. Ja, ich meine, glaube ich, dass das auch Kommt ja. dabei halt hin, ne? Ich meine auch bei 10 Linien, bei Buch, Frau oder Links mit 10 Linien, sind das auch 10 € drei Forscher. Ich glaube, 4 sind dann 50 € und eine volle Linie wären dann, glaube ich, 100. Irgendwie so. Ganz so weit weg war es jetzt nicht mehr. Und jetzt Ja, mal. aber kommen die rein. Ja, Ja. da haben wir es doch. Frische volle Linie. Schade. Nee, leider nicht. Endlich. Die ersten drei Spiele des Tages. Jo. Und noch 10 €. Okay. Wunderbar. 100x und Abfahrt. Du hast gewonnen, drei Auswahl. Ja, das auch. Ah, warte mal. Wir dürfen picken, okay? Okay, pass auf, wir wechseln uns mal ab. Ich fange mal an. Ich habe Okay, zwei dann nimm Freespins. halt. Sag du Reihe 1 bis 4. Ja, dann nimm mal die vierte Reihe und dann das dritte. Das dritte. Okay. Okay. Okay, ich nehme mal. Ach, wir Ich haben nehm zwei auch. Symbole. Okay.
Achso, schon vorbei. Achso, sie gewinnen ab 3 Spiele. Mit 2 Symbolen, okay. Ah ne, Ass und Zehner haben wir. Ass und Zehner, ja, dann schauen wir mal, was passiert. Und nochmal 3 Bücher. Und? Ja, schön. Mal gucken, ob wir noch was auswählen dann dürfen oder ob der jetzt einfach sagt, nochmal 3 Spiele oder so. Dann wäre es ja schon fast wie Legacy of Death. Sind nicht verkehrt. Plus 2, 3 Spiele, okay. Und wir können weitermachen. Ja. Du warst dran. Ich bin dran. Ja. Die vierte und auch das zweite, ja. Genau. 3 Spins, nice. Achso, man darf nur einmal jetzt ziehen, okay. Okay. Da gab es 2 plus 3 nochmal extra. Okay. Ein Heiermann. War ein Vollbild Asse oder so? Ja, wäre schon nett. Ja. Sind, glaube ich, 150 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hab die gar nicht mehr, ich hab das so lange, ich hab's gar nicht mehr so im Kopf. Und? Ja, klar, schade. Ah, schade. Ah, das wäre cool gewesen. Ja. Leider nicht gekommen. Zwei Bücher wieder. Ja. Wenigstens ein Vierer, Zehner oder Asse wenigstens. Ah. Komm. Na? Oh, 4 Jots. Ah, ne, Jots kann man ja nicht sehen. Ach, Mann. Rampen, Basti. Ja, ja. Das ist einfach, es dauert viel zu lange. Oh, Verlänger. Komm, jetzt Verlängerung. Komm. Ja, schön. Ja, sauber. Nice. Du darfst picken. Ich darf picken. Ja. Mal gucken, ob wir jetzt mal noch ein Symbol dazu kriegen oder so. Big Win. Hm. 16 Euro. Ah, das ist eine Fünferlinie, glaube ich, oder? Oh, 5 Spiele erwischt. Das heißt 10 Spiele extra, oder? Nee, doch nicht. Ja, der zählt ja runter, ne? Ja, ja, ich hab's. Ja, ja, hab ich auch bald mit der. Steht aber auch nicht irgendwo, wie viele Spiele wir insgesamt schon haben. Nee, aber unten steht halt noch, dass wir 8 übrig haben. Ja, ja, das ja, aber ich dachte, das steht wahrscheinlich am Ende. Sie haben so und so viele Spiele gespielt, schätze ich mal. Er sollte aber auch mal langsam ein Vierer kommen. Und nochmal? Das wäre halt nice. Ja. Und ja, voll nice. Hey, sehr gut. Ja, schön. Hat sich ja gelohnt, das Spiel schon mal. Also zumindest vom Unterhaltungswert. Du warst dran. Mhm. Nimm mal ruhig das erste direkt. Reihe und er. Ganz, ganz, ganz oben das erste. Also ganz oben. Also 2 Priestess. Okay. Mich würde halt interessieren, ob wir jetzt die ganze Zeit nur Pech hatten und wirklich nur Free Spins gezogen haben oder ob man da auch noch weitere Buchstaben oder Symbole ziehen kann. Ja, 50x haben wir jetzt schon, 55x. Ja, überlegen, waren es bei Book of Ra eigentlich auch 5 Euro, wenn man auf 1 Euro. Ja, ne? Waren auch 5 Euro. Ja, ich meine ja. Und spielt das halt in der Spielothek so selten so hoch, weil du kriegst ja fast nie was aufgebaut, um mal höher zu spielen. Ja, das stimmt wohl. Aber nicht mehr als immer nur 3 hatten wir bis jetzt, ne? Nicht ein 4er bis jetzt, ne? Ständig Verlängerungen, war auch schön zu sehen, aber wäre halt auch noch schön zu sehen, jetzt nochmal dick zu hitten hier. Ja, nochmal ein Vollbild oder sowas. Einfach zum Abschluss nochmal ein schönes Bild. Man kann ja auch 5 Frauen reindrehen, von mir aus. Wir sind da ja ganz bescheiden. Naja, okay. Okay, ja, waren jetzt dann 62 Euro. Ja, okay, ja. Für 1 Euro. Für den Anfang ist okay. Auf jeden Fall mehr gemacht als nur. Ja, das stimmt. So, wir sind im Profit. Ich mach noch mal so ein paar Dreher. Vielleicht geht er ja noch mal rein.
Aber war ja ein bisschen Begrüßungsgeld. Hat man wenigstens mal ein bisschen was sehen können. Auf jeden Fall, also Quickspin kann auch, wenn er möchte. Schade, dass er die Kuh so nicht gezählt hat. Gibt ja manche Slots, da zählt er ja so. Und? Kriegen wir es nochmal? Huch. Na, schade. Oh, nochmal? Oh, ja, nein. Durch? Durch? Ah. 9 Euro aber. Ja. Und? Ist ein langes Sprint immer, ne? Na. Na. Wieder durch. Schade. Hält sich, ist okay. Gucken aber nochmal zwei Bücher macht oder so, aber sonst gehe ich mal ich gleich mal schauen wir mal nach einem anderen Spiel. Oh, 4-4. Nee, zählt er leider so nicht. Schade. Ja, ich habe mich nämlich eben schon gefragt, ob das eine Linie war, weil du hattest da irgendwo. Schade. Hat da irgendwo irgendwie ein 16 Euro Big Win und ich weiß nicht woher. Aha. Er macht's gerade ein bisschen spannend, deshalb würde ich noch ein paar Runden drehen. Vielleicht geht er ja in der Tat nochmal rein. Wäre auch eine schöne Reihe mal gewesen. Anubisse. Ja. Anubisse. Ist das überhaupt die Mehrzahl? Anuben? Anuben. Na, ich, aber wenn ich glaube, bei 220 mache ich jetzt dann erstmal einen Cut, weil ich glaube, da kommt jetzt gefühlt gerade nichts mehr. Aber auf jeden Fall. Unterhaltsam. Da kick nochmal zurück auf die Startbilanz. Boah, zwei Bücher dahin. Alles klar, dann schauen wir mal. Bis später, Leute. Bis später.